Schon unter dem ehemaligen Rektor wurde es geplant, jetzt wurde dieser Plan endlich in die Tat umgesetzt. Das neue Ulmikum der Universität Rostock. Mit dem Spatenstich am 28. Oktober gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig offiziell den Startschuss für den Bau. Jetzt entstehen hier zum Beispiel eine neue geisteswissenschaftliche Bereichsbibliothek und ein Seminarzentrum. Wenn wir davon sprechen, werden wir hier jetzt erstmal die Bibliothek mit den Lehr- und Lernräumen haben. Wir werden ein Seminargebäude haben, wo wir dann auch das Zentrum für Qualitätssicherung für die Fortbildung für Lehrkräfte haben. Und wir werden dann noch eines der alten Gebäude umbauen, sodass dort die Philosophische Fakultät, die Lehrer in den Bildungswissenschaften dort unterkommen. Und wenn man das am Ende so visioniert, dann haben wir hier den wunderschönen Innenraum, Innenhof. Wir haben auf der anderen Seite die Mensa Ulme, die neu gebaute Mensa, wo wir Kaffee haben, aber sogar Abendessen und Frühstück. Also hier wird dann echtes Campus-Feeling. Also man kann sich seinen Kaffee holen, auf der Wiese sitzen, dann wieder in die Bibliothek gehen, lernen, in den Seminarraum. Das wird ganz toll werden. Rund 10.700 Quadratmeter Nutzfläche wird der Neubau von Bibliothek und Seminarzentrum schaffen. Das angrenzende Verwaltungsgebäude noch einmal 2.150 Quadratmeter. Für die Universität ist dieser Neubau in den letzten Jahren dringend notwendig geworden. Der Bau ist dringend nötig, weil wir an allen Ecken und Enden aus allen Nähten platzen. Also die Bibliothek, wir haben sozusagen einen großen Teil der geisteswissenschaftlichen Bibliothek im Bebel Tower, im sogenannten Bebel Tower, und dort auch noch die Philosophische Fakultät. Und da ist einfach kein Platz mehr. Wir haben eben echt nicht genug Platz und wir brauchen Platz für Bücher. Und man wird sagen, heute in digitalen Zeiten, wozu brauche ich denn noch Bücher, wenn ich alles per PDF runterladen kann? Aber die Studis brauchen immer noch Orte, wo sie sitzen und lernen können. Also das ist immer noch zentral und wichtig. Und so ein paar Bücher braucht man eben, also ich irritiere, aber man braucht schon noch Bücher, um zu lernen. Und das ist echt für uns ganz zentral, weil an allen anderen Ecken und Enden war es zu eng und zu klein. Entworfen wurde der Komplex vom Berliner Architekturbüro BHBVT. Die traditionellen Backsteinfassaden wurden zusätzlich mit modernen Glaselementen versehen. So fügt sich der Bau nahtlos in den historischen Bestand des Ulmen Campus ein. Auch auf die Energieeffizienz wird beim Bau besonderer Wert gelegt. Neben Geothermie, Wärmepumpen und effizienter Wärmerückgewinnung kommt die klimafreundliche Fernwärme der Stadtwerke Rostock zum Einsatz. Insgesamt unterschreitet das Projekt damit die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes von 2023 deutlich. Aber nicht nur für die Stadt Rostock, sondern auch für ganz Mecklenburg-Vorpommern ist der Bau ein Meilenstein. Mit dem Spatenstich geben wir den Startschuss für 101 Millionen Euro, die wir investieren in unsere Universität Rostock. Hier für neue Gebäude, für eine neue Bibliothek, aber auch für ein gutes Gebäude, gerade für die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Und das ist wichtig für die Uni, für die Bildung, aber es ist auch wichtig für unsere Wirtschaft. Viele Unternehmen werden hier arbeiten und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig für das ganze Land, denn es ist unsere größte Stadt und so wie sich Rostock entwickelt, entwickelt sich auch das ganze Land. Professor Hans-Jörg Carlsen, Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock, freut sich ebenfalls über den Baubeginn. Laut Carlsen stellt jeder Neubau für die Philosophische Fakultät ein Jahrhundertereignis dar. Geplant ist die Fertigstellung der Bereichsbibliothek bis 2030. Ab dann sollen hier rund 900.000 physische Medien, also etwa Bücher oder Zeitschriften, ihren Platz finden.